Christopher Nolan zählt ohne Frage zu den besten Filmemachern unserer Zeit. Was der Typ bereits in seiner Filmografie stehen hat, ist einfach nur ein Wahnsinn. Demnach bin ich natürlich auch sehr gespannt auf sein neuestes Werk Dunkirk, das in mehreren limitierten Auflagen erschienen ist. Es gibt ein 4K Blu-ray Steelbook mit einem hässlichen Cover Artwork. Es gibt ein 2D Standard Blu-ray Steelbook mit einem hässlichen Artwork. Und es gibt aber auch ein Digibook mit einem verhältnismäßig unhässlichen Artwork. Ich weiß nicht, wieso man sich bei Warner dazu entschieden hat, bei einigen aktuellen Blockbustern sich einfach zu sagen, warum sollen die Heimkinomedien schön ausschauen? Wir klatschen einfach die hässlichsten Bilder drauf, die wir nur irgendwie finden. Was aber, finde ich, bei Dunkirk tatsächlich darin gegipfelt ist, dass einige von den Bildern und Artworks nicht einmal scharf sind. Aber egal, ich habe mir jetzt in diesem Fall das Digibook gegönnt, auch wenn ich, muss ich zugeben, dem 4K-Steelbook ein klein wenig nachweine, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ist 4K und ich möchte schon irgendwann einmal in der Zukunft auf 4K umsteigen und kaufe deswegen momentan auch schon lieber Filmversionen, wo ich dann nachher die 4K-Version auch schon mit dabei habe. Aber irgendwie finde ich mehr oder weniger dieses Coverartwork, dieses Festhalten an dem Boot, das hat tatsächlich Kraft, das sagt tatsächlich relativ viel aus. Auch dieses Handreichen hier oben, das ist eigentlich ein ziemlich gelungenes Coverartwork. Was mir daran allerdings gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass man da unten noch irgendwie eine Textzeile drauf geklatscht hat. Sonst sieht dieses Digibook aber eigentlich richtig cool aus. Was ich allerdings sehr, sehr schade finde, ist, dass ich von diesem Digibook eine gebrauchte Version von einem anderen Filmsammler gekauft habe. Und ich meine, es wird wahrscheinlich Leute geben, die mich da jetzt nicht verstehen, aber das bin ich eh schon gewohnt. Es gibt nämlich was, was ich absolut nicht verstehe. Wie kann man sich Filmsammler nennen und dann von seinen Veröffentlichungen bestimmte Teile ersetzen, wegwerfen, austauschen? Das ist irgendwie einfach nur ein Kaputtmachen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich geärgert habe, als ich dieses Digibook in Empfang genommen habe und es fehlt das Backcoverblatt. Ich meine, ja, es ist jetzt nicht irgendwie was unfasslich wichtig, aber eigentlich schon. Es ist ein Teil von dieser Veröffentlichung und ohne diesen Teil finde ich diese Veröffentlichung natürlich logischerweise unvollständig und demnach komplett wertlos. Und es ist ja nicht so, dass auf diesem Backcoverblatt nicht vielleicht auch irgendwelche wichtigen Informationen draufstehen, wie beispielsweise die Filmlänge, die mich tatsächlich interessiert, bevor ich einen Film einlege. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt eher wissen, ob ich mein Leben quasi nach 2 oder nach 3 Stunden wieder zurückbekomme. Das kann ich echt nicht verstehen. Genauso wie ich es auch nicht verstehen kann, wenn sich Leute, die sich Sammler nennen, irgendwelche Steelbooks oder Veröffentlichungen, Sammlerstücke importieren und dann drinnen die Disc austauschen und dann vielleicht noch auf Facebook irgendwie die deutsche Amray mit der koreanischen Blu-ray drinnen verkaufen. Gratuliere! Du hast nicht eine, sondern 2 Veröffentlichungen ruiniert. Aber egal. Lassen wir das, bevor ich mich noch weiter ärgere. Gefällt mir optisch außen auf jeden Fall relativ gut. Mit der Ausnahme, dass ich absolut ziemlich sau angepisst bin, dass dieses Backcoverblatt fehlt. Was natürlich relativ schade ist, muss ich in dem Fall sagen. Ich habe mich ja schon gefreut auf den Buchteil von diesem Digibook und hätte mir vielleicht schon ein bisschen mehr erwartet, als dass Warner in diesem Fall ganz einfach nur einen Ausschnitt aus dem Making-of-Book reinklatscht, wo man jetzt nämlich tatsächlich sagen kann, ist das jetzt wirklich ein Bonus für Fans des Films, quasi ein unvollständiges Artbook zu sehen, oder ist es in Wirklichkeit nichts anderes als Werbung dafür, dass wir dann das tatsächliche Artbook kaufen, mit sogar der Tatsache, dass man sich dabei so sehr bemüht hat, dass man nicht einmal die Bildunterschriften so überarbeitet hat, dass die angegebenen Seitenzahlen mit den tatsächlichen Seitenzahlen in diesem Booklet übereinstimmen. Das ist echt schlimm, bist du deppert. Aber es gibt tatsächlich einige recht coole Bilder hier drauf. Ja, es ist nicht die Seite 6.
Ja. Nein, es sieht cool aus. Es ist tatsächlich ein nettes Gimmick, aber irgendwie was Eigenständigeres für diesen Release hätte man sich schon erwarten können. Auch wenn die Einblicke natürlich trotzdem ungeachtet dessen relativ nett sind. Weil vor allem, wenn ich solche Auszüge sehe, dann denke ich irgendwie weniger an das, was ich jetzt sehen kann in diesem Booklet, sondern eher an das, was ich nicht sehe, was sie weggekürzt haben, was sie weggelassen haben. Aber ich bin kein großer Fan von Artbooks oder Behind-the-Scenes-Books und werde es mir demnach auch nicht kaufen. Aber auf der anderen Seite warten dann die beiden Filmdiscs, die beiden Discs auf uns. Einerseits natürlich die Disc mit dem Film, aber eben nur in der Standard Blu-ray-Fassung und hier dann auch noch eine Bonus-Blu-ray. Was mir extrem gut gefällt, ist dieses Innen-Artwork von dem Digibook. Das ist wirklich fantastisch gelungen. Das gefällt mir echt gut. Vor allem irgendwie auch das quasi krasse Gegenteil zu dem, was ich normal mag, dass der actionlastige Teil unterhalb von den Discs liegt und man hier recht wenig nur erkennen kann, wenn die Discs eingelegt sind. Das Ganze eigentlich fast friedlich aussieht, aber dann, wenn man die Discs entnimmt, dann kracht's und das im wahrsten Sinne des Wortes. Cooler Release, aber leider bei mir in einem Zustand in der Sammlung, über den ich gar nicht froh bin.